Und ich glaube, in 25 Sekunden geht's auch schon los. Oh, okay, Leute, in 25 Sekunden geht's jetzt hier schon los mit der Explosion. Ich ahne Schlimmes. Alter, lol. Oh mein Gott. Oh oh, das war... Wie krass ist das denn bitte? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Amalia und heute gibt es das Rival Rebels Mod Get On. Wir werden heute mit dieser Mod mal ein bisschen rumspielen. Ich habe ja schon ein paar Parts von dieser Mod auf meinem Kanal gebracht und die Mod ist auf jeden Fall super, super cool. Und ja, wir sehen hier ein volles Inventar und da haben wir ziemlich, ziemlich viel, womit wir hier so ein bisschen rumspielen können. Wir ziehen uns erstmal hier diese Rüstung an und wir werden jetzt gleich erstmal so ein paar Waffen austesten. Dann werden wir vielleicht mal einen Mob spawnen, den ihr auch schon mal gesehen habt auf dem Kanal, nämlich den Rhodes. Und dann passiert nochmal was mit einer Atombombe. Also schauen wir einfach mal, das wird wieder eine richtig geile Folge. Wäre geil, wenn ihr einfach mal die 1000 Likes smash. Das wäre auf jeden Fall richtig nice für mehr Minecraft Mod Gaddon. Und wer nicht weiß, was Minecraft Mod Gaddon ist, das ist einfach ein kleines Format, wo ich mit Mods ein bisschen weiter spiele. Also ich stelle ja immer die Mods vor und dann bei Mod Gaddon spiele ich einfach mit den Mods so ein bisschen rum. Einfach so ein bisschen aus Fun, einfach so ein cooles Fun-Format, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt auch an. Wir machen hier drinnen mal den Shader aus, würde ich sagen. Und wir spawnen hier einfach mal so eine kleine Armee von Creepern, würde ich einfach mal direkt sagen. Oh, ich hoffe, die explodieren nicht. Und dann können wir einfach mal direkt die Waffen austesten. Wir haben diesmal die Tesla. Damit können wir einfach mal Creeper one-hitten. Beziehungsweise einfach mal hier, also das ist eine richtig, richtig geile Waffe. Als nächstes haben wir hier dann die M202 vom Rival Rebels Mod natürlich. Ich glaube, das steht für RR. Und die kann auch ein bisschen was machen, nämlich was richtig geil ist. Die kann so ein bisschen herumschießen. So, das machen wir einfach mal. Und ich habe übrigens heute den Mo Benz Mod drin. Deswegen sind die Zombies so komisch. So, und wir können einfach mal die abballern. Und das ist einfach saugeil. So, oh, ein Zombie lebt noch. Komm, den machen wir mit der Tesla. Sieht einfach saugeil aus. Mit dieser Waffe, die ist auch wieder so ein... So ähnlich wie die Orsbomb-Waffen in der letzten Folge, wo auch die Sachen wieder hier kaputt gehen. Ihr seht, die Arena wird diesmal wahrscheinlich wieder super oft kaputt gehen. Und jetzt nehmen wir direkt die dritte Waffe, die wir heute haben. Und die probieren wir direkt an den Skeletten aus. Nämlich hier die Plasmakanone. Und boom! Und da fliegen die ganzen Skelette weg. Also die Mods sind auf jeden Fall richtig, richtig geil. Wird mal wieder Zeit für ein Viral Rebels Mod Battle. Das macht auch mal sau viel Spaß. So, die Waffe, die Plasmakanone ist leider jetzt nicht ganz so gut in dieser Arena, sollte man vielleicht draußen benutzen. So, aber die Tesla ist natürlich mega, mega gut. Und wir haben hier noch so ein kleines Trampolin, damit können wir gleich auch noch ein bisschen rumspielen. Aber ich würde erstmal sagen, wir werden erstmal was essen und dann werden wir die ganzen Mobs hier besiegen. Also wir werden gleich so eine ganze Mob-Armee hier aufstellen und dann werden wir hier reinlaufen und versuchen, alle Mobs zu töten. Okay, ich gehe mal ganz kurz hier in den Game Mode 1 und dann werde ich hier ganz viele Mobs spawnen und dann werde ich gleich reingehen und hier versuchen, alle zu töten. Okay, so, die Mobs gehen natürlich jetzt hier nicht weg, aber ich werde einfach mal den ganzen Raum hier füllen mit den ganzen Mobs. Das sind jetzt natürlich Standard-Mobs. Oh, vielleicht sollten wir mal hier die Tore zumachen, damit die hier nicht rauslaufen. So, machen wir das einfach mal so mit Treppen. So, okay, dann spawnen wir hier direkt weiter mal einfach Skelette. Also wir sollen hier reinkommen oder wir wollen gleich hier reinkommen und dann soll es hier richtig, richtig abgehen, so eine richtig fette Mob-Party. So, ich würde mal sagen, wir machen auch direkt Nacht. So, Timeset Night. So, okay, dann ist alles nochmal safe. Okay, so, weitere Mobs hier. Das wird hier richtig, richtig voll. Also die Waffen aus dem Rival Rebels Mod sind echt richtig, richtig speziell. Also sind richtig, richtig cool. Und die kann man zwar nicht so gut in einem Modpack unterbringen, finde ich, aber trotzdem sind die saucool, um einfach mal hier rumzuspielen. Für Minecraft Mod Gaddon ist diese Mod wirklich perfekt. Jetzt machen wir hier weiter. Oh, wie der Zombie da einfach steht. So mega lustig einfach. Okay, so, das bauen wir hier zu. Hier geht es natürlich weiter. So, falls ihr natürlich noch Mods habt, die ihr bei Minecraft Mod Gaddon sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da freue ich mich immer. Und es wird auf jeden Fall mit diesem Mod noch ein Battle geben hier bei Minecraft Mod Gaddon. Falls ihr das sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Oder smash einfach mal den Like-Button. So, okay. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein paar Mobs. Ja, das ist schon mal gut. Ein paar werden wir noch spawnen und dann geht es hier gleich los. Also der Mo Benz Mods. Der ist auch richtig lustig. Okay, so, ich würde sagen, wir haben schon richtig viele Mods. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Komm, Leute, wir wollen natürlich heute noch viel, viel machen. Und wir werden jetzt hier in den Game Mode 0 gehen und gucken, wie lange wir hier überleben. Oder, beziehungsweise, ob wir es schaffen, hier alle zu töten. Erstmal müssen wir es schaffen, hier rüber zu kommen. Okay, das machen wir einfach mal so. Oh, wir haben schon mal die Tesla. Oh, da sind ganz viele Creeper am Start. Ich mache das einfach mal so. Boom. Oh, ich fliege natürlich auch weg und kriege viel Schaden. Wow, okay, da sind die Creeper explodiert. Das ist natürlich gut für mich. So, okay, gehen wir mal hier runter und machen das einfach mal hier. Oh nein, ich bin hier drin. Oh nein.
Oh, 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 ganz schnell. Oh, 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 das wird schwierig jetzt hier. Oh, genau das meinte ich. Oh, okay, bitte. Oh, okay, die Creeper dürfen nicht zu nah an uns rankommen. So, komm schon. Oh, die Skelette auch nicht. Oh. Okay, das macht aber Spaß. Okay, die Tesla werden wir da einsetzen, weil damit können wir schon mal so ein, zwei Schaden machen bei den ganzen Mobs. So, okay, haben wir die. Oh nein, oh mein Gott. Okay, ich habe mich noch gerettet durch die, oh, durch die Waffe. Nein, nein, nein. Oh, die Zombie-Pigments, die sind auch richtig aggressiv. Okay, also die normalen Mobs darf man auch nicht unterschätzen, Leute. So, okay. Es gibt natürlich im Rival Rebels Mod jetzt auch nicht so viele extra Mod. Es gibt einen mega groß Mod, den ich ja auch mal vorgestellt habe, den Rhodes. Den habe ich am Anfang auch schon gesagt. Gegen den werden wir gleich auch noch battlen. Wow, das war... Okay, wir haben auch gar nicht mehr so viel Munition. Ach doch, okay, wir haben noch genug Munition. Wir werden auch mal hier mit den Raketen ein bisschen ballern. Ein bisschen weiter nach unten. So, damit machen wir auch richtig viel Schaden. Wow, der Creeper ist einfach mal explodiert. Okay, so, weiter geht's. Oh, das Skelett. Bisschen Stress. Okay, nice. Zwei mit einem. Und da kommt ein Zombie. Dann nehmen wir die Tesla für die Nahkampf... das ist die beste Nahkampfwaffe hier. So, oh, wir sind auch schon fast durch. Wir haben fast alle Mobs hier besiegt. Okay. So, da haben wir noch einen. Oh, den Creeper haben wir auch nochmal easy gemacht. Also Tesla macht einfach sau viel Spaß. Ich habe echt gerade Bock wieder so auf so ein Battle. So, okay. Wir setzen jetzt nochmal die Plasma-Kanone ein. Also es macht wirklich richtig viel Spaß. Darum geht es ja auch bei Minecraft Mod Get On. So, okay. Die werden wir jetzt alle besiegen. Man muss auch immer aufpassen. Wir haben uns echt drei kritische Mobs rausgesucht. Der Creeper kann natürlich explodieren, wenn er neben einem ist. Das Skelett nervt die ganze Zeit von weiter Ferne und die Zombie-Pigments sind natürlich richtig aggressiv. Die gehen so schnell auf einem rauf. So, okay, das Skelett haben wir auch noch. Und es sind jetzt nur noch weniger Mobs. Okay, wir müssen ganz kurz was essen und dann geht's hier direkt weiter mit den, ja, paar letzten Mobs. Oh, was macht der Zombie-Pigment da? Oh, jetzt aber ganz schnell. So, okay, die werden wir jetzt ja auch noch alle, ne, ganz schnell töten hier. Okay, so, oh, mit der Plasma-Kanone hier nochmal. So. Ja, Plasma-Kanone ist eigentlich nur gut, wenn ganz, ganz viele auf einem Haufen stehen. Sonst ist die Tesla natürlich mega gut. Komm, den kleinen Zombie-Pigman, den machen wir einfach mal mit der Kanone. Er hat's überlebt. Oh, jetzt wird er aber am Block sterben. Ha, wie episch wir den Creeper getötet haben. Okay, so, ich glaube, der ist gestorben. Ja, genau. Der ist einfach hier im Block gebackt. Okay, so, wir haben die letzten paar Mobs noch. Ja, okay, das sind echt nicht mehr viele. Sau nice, das haben wir einfach mal easy geschafft, würde ich mal sagen. Also, die Waffen sind echt overpowered. Also, richtig, richtig coole Waffen, muss man einfach dazu sagen. So, ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Challenge. Und jetzt werden wir... Wo ist das Skelett? Oh, da ist es. Okay. Und jetzt werden wir... Ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich werde mal ganz kurz das Trampolin erstmal austesten. So, Game on 1. Würde ich sagen, platzieren wir hier mal ganz viele Trampolins. Also die sind auch immer richtig, richtig lustig. So, vielleicht habt ihr das Battle, was wir mal gemacht haben, im Mod Gathering, beziehungsweise damals noch bei den Modded Battles, gesehen. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Da gab es ja auch so einen lustigen Moment mit den Trampolinen. Wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen nachstelle, erstmal mache ich natürlich den Regen aus. Dann setze ich mich in Game und 0. Und jetzt geht's hier los. Ich springe einfach mal runter und wir gucken mal, wie hoch ich fliege. Okay, los geht's! Ah, keine gute Idee. Das hat ja mega gut geklappt. Okay, wir werden es jetzt nochmal ein bisschen versuchen. Oh, wir können ja mit der Plasmakanone uns ein bisschen nach oben machen. Ah, okay, jetzt werden wir direkt wieder sterben. Oh, vielleicht können wir uns auffangen. Ne, können wir nicht. Okay, dann müssen wir da einfach so rauf. Okay, ne, wir können uns einfach mit der Plasmakanone eigentlich jetzt hier ins All schießen. Beziehungsweise einfach hier in die Höhe. Ah gut, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Wir sterben direkt wieder. Das habe ich jetzt hier nicht mit einberechnet. Okay, mit der Plasmakanone werden wir uns jetzt noch ganz kurz hier hochschießen. Okay, natürlich voll aufladen und jetzt geht's los ins All. Okay. Okay, natürlich sind wir jetzt hier wieder gestorben. Okay, die Rüstung ist natürlich auch nicht so mega gut, dass die den ganzen Fallschaden hier auffängt. Und ich weiß nicht, sollen wir jetzt den Rhodes spawnen oder direkt die Atombombe machen? Ah, ich würde sagen, wir machen den Rhodes hier. Okay, so, wir machen das hier. So, dazu brauchen wir die Zange hier und wir werden den hier einfach mal spawnen. So, Nachschub, dann werden wir das hier mal aktivieren. Oh, okay, das haben wir schon hier direkt bekommen. Oh, was passiert hier? Okay, den Rhodes Boss, den können wir leider nicht spawnen. Ich glaube, ich habe hier jetzt einfach eine veraltete Version oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schaut euch mal das Video an, was ich euch dann unten verlinke. Oder ihr könnt jetzt einfach rhodes.malinois.de eingeben. Da kommt ihr auch zum Video. Und da findet ihr dieses extra Video zu diesem epischen Mod, der einfach mal 16.000 Leben hat und einfach super viele Angriffs
Angriffe hat. Also der ist einfach so richtig, richtig schwer zu besiegen. Solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Aber wir werden natürlich jetzt hier zum krönenden Abschluss dieser Folge, die richtig geil war, werden wir nochmal eine kleine Atombombe hier hinstellen. Ich würde sagen, die machen wir unter die Erde. Wo machen wir die am besten hin? Okay, so unter die Erde geht, ist natürlich dann besser. Ja, ich weiß nicht. Wo sollen wir das machen? Ich würde mal sagen, wir machen das so hier in der Richtung. Ja, hier einfach mal. Ich grab mich einfach mal hier runter. Und hier machen wir irgendwo die Atombombe. Okay, dann gucken wir einfach mal, was für Ausmaße die hat. So, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Da habe ich gerade auch ein bisschen Bock drauf hier. Mal gucken, wie das hier so ein bisschen so explodiert und so. Okay, die platzieren wir natürlich erstmal hier. Dann geht's weiter hier mit der Zange. So. Und dann werden wir hier ganz viele Uranzellen reinpacken. Aber erstmal natürlich die Sicherung. So. Okay, jetzt stacken wir natürlich die Tonnen hier auf. Und gleich geht's natürlich ab. Wir haben hier jetzt noch eine Zeitbombe und natürlich den Chip. Und ich glaube, in 25 Sekunden geht's auch schon los. Oh, okay, Leute, in 25 Sekunden geht's jetzt hier schon los mit der Explosion. Okay, ganz, ganz schnell hier raus. Okay, ich mach kurz den Shader an. Oh, das wollen wir natürlich im Shader hier sehen. Okay, jetzt geht's hier gleich los. Ich bleib hier stehen. Oh, oh. Das könnte böse enden für diese Welt. Okay, oh, ich hoffe, die Kuh überlebt. Oh, oh. Bis jetzt passiert noch nichts. Okay. Die 25 Sekunden sind vorbei. Okay. Es passiert doch was. Okay. Alter. Oh, oh. Ich ahne Schlimmes. Alter. Lol. Oh mein Gott. Oh, oh. Das war... Wie krass ist das denn bitte? Alter, ich habe es ja schon mal ausprobiert, aber dann habe ich es nicht unter der Erde gemacht. Guckt euch das an. Wenn wir jetzt hier die neue Umwelt zerspringen, ist natürlich nur ein kleines kleiner Backup. Also keine Angst deswegen, aber... Guckt euch diese Zerstörung an. Wie episch ist das denn? Also richtig krass. Dieser Umfang auch. Also ich glaube, die Kuh hat... die hat es jetzt nicht überlebt. Alter Schwede, was ist das für eine krasse Explosion? Also der Rival Rebels Mod, der lohnt sich auf jeden Fall wegen den Waffen, wegen den Mobs. Also es gibt einen Boss-Mob, der auch sehr interessant ist und am meisten wahrscheinlich wegen der Nuke. Einfach mal hier was zu zersprengen ist super krass. Okay, guckt euch, die Arena wurde sogar noch so halb mitgenommen. Okay, und die Mod-Arena wurde auch noch so ein bisschen mitgenommen. Okay, die haben es aber beide zum größten Teil noch überlebt. Alter Schwede, okay, das ist echt super krass. Beim letzten Mal habe ich ja zum Beispiel eine kleine Schule oder ein Casino in die Luft gesprengt. Das war lange nicht so heftig wie hier. Also man muss das echt unter der Erde platzieren, diese Atombombe. Und dann wird es auf jeden Fall super, super krass. Okay, falls ihr natürlich im Mod Gaddon vielleicht nochmal mehr mit der Nuke-Mod hier, beziehungsweise ist keine Nuke-Mod, mit der Nuke aus dem Rival Rebels Mod sehen wollt, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe mal Bock hier, wenn ich das hier gerade so sehe, wieder so ein paar Maps hier zu zersprengen. Und ja, das war's von diesem Video. Lasst auf jeden Fall den Like da, smasht auf jeden Fall den Like-Button. Wäre geil, wenn wir hier, wie gesagt, die 1000 Likes packen. Und schaut euch auch gerne die anderen Videos auf dem Kanal von mir an, dem Rival Rebels. Die Rival Rebels Video findet ihr in der Playlist unter mods.malineus.de. Gebe ich euch hier jetzt noch mal ganz kurz ein. So, mods.malineus.de, da kommt ihr zur Playlist. Und natürlich könnt ihr auch noch die Mod Get On Playlist auschecken, wo ihr die ganzen anderen Modded Minigames und die ja, Fun-Sachen hier seht, wo ich auch zum Beispiel mit dem Orsbomb-Mod rumspiele. Und ihr könnt natürlich malineus.de eingeben, dann könnt ihr mich einfach direkt abonnieren. So, das ist einfach so der ganz kurze Link. Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, die Lucky Vlogs Playlist, falls ihr Lucky Vlogs sehen wollt. Okay, so, das war's auch von diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Teilt das Video gerne mit euren Freunden. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von Modgaddon und von der Nuke, lasst ein Like da und schreibt gerne in den Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ne, das können wir so nicht beenden. Ich würde sagen, zum Ende, auch wenn wir hier im Game Mode 1 sind, sprengen wir uns hier nochmal in die Luft, beziehungsweise gehen ganz hoch nach oben. Okay, 3, 2, 1, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.